Guck mal hier, ne? Mit dem Kompass werde ich zum Kompass geführt. Wir wollen uns heute anschauen, die Überarbeitung des Jeep Kompass. Und man kennt das ja noch von den Piratenfilmen oder von einem ganz speziellen. Der Kompass zeigt immer genau dahin, wo man sich das hinwünscht, ne? Oder was man sich wünscht. Und das ist bei mir der Kompass nur, weil über den Kompass hinüber, da ist die Richtung Norden, da ist mein schönes Hamburg. Aber der hier ist auch nicht schlecht, den gucken wir uns heute gemeinsam an. Ich bin Dean und ihr guckt Hauer. Wir wollen also wissen, wie gut ist denn die Überarbeitung des neuen Jeep Compass gelungen. Dazu müsst ihr natürlich auch wissen, was für einen Jeep Compass haben wir hier stehen. Wir haben den Compass als S und dann noch als Hybriden, was automatisch bedeutet 4x4 Allrad. Dazu komme ich später noch, warum ich das so rausstelle in der Erwähnung. Der Preis für dieses Fahrzeug, der liegt in der Basis für unseren S als Hybriden bei 47.600 Euro, was der Testwagen noch als Extras drin hat und was dann letztendlich der echte Testwagenpreis ist, das konnten die von Jeep uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Also bitte ich zu verzeihen, dass wir diesmal nur den Basistestwagenpreis haben. Eure Alternativen bekommt ihr jetzt natürlich auch. Erste Alternative wäre der Opel Grandland X für Basispreis 29.035 Euro. Dann der Seat Ateca Basispreis 23.490 Euro. Und der Volvo XC40 in der Basis 31.800 Euro. Das zu den Alternativen. Und was haben wir mit dem Auto vor? Wir werden es natürlich von innen angucken, denn da hat sich richtig viel getan. Wir werden das Auto fahren und als allererstes schauen wir uns gemeinsam ganz leckere Bilder vom Design des Fahrzeugs an. Da habt ihr mal schön das Design genießen können von innen, von außen. Ein paar Abmessungen habt ihr auch dazu bekommen und Infos. Und jetzt gibt es meine speziellen Anmerkungen. Voll-LED hier, Voll-LED da und Voll-LED hinten. Ab jetzt immer in Serie. Guck mal hier die Kamera. Ne? Vorher war sie unten, jetzt ist sie oben. Das bedeutet, endlich kann auch der Trailhawk von diesem Kamerasystem profitieren. Gab es vorher nicht. Und guck mal, den Grill hier, die Elemente haben sie auch noch mal etwas steiler aufgestellt als vorher. Grundsätzlich die komplette Front neu. Das hier auch neu. Die Rundumbeplankung kannst du jetzt auch lackiert haben. Das Heck wurde optisch eigentlich nicht angefasst. Obwohl, wer hat da aufgepasst? So, hinten einmal Platz genommen und ich sitze so ein bisschen geduckt, weil, Achtung, wenn ich mich gerade mache, dann schlage ich hier oben im Kopf an. Warum ist das so? Weil einmal die Kopffreiheit nicht wirklich gegeben ist und dann haben wir hier auch noch das Panoramafenster drin. Das heißt, es muss auch noch versinken irgendwo drin, die Jalousie, und deswegen hier nochmal weniger Kopffreiheit als in der normalen Version. Das ist schon sehr, sehr eng. Du sitzt auch relativ hoch. Dafür hast du vernünftige Beinfreiheit, das finde ich okay. Und du hast auch hier zur Unterhaltung mal USB klassisch, USB-C. Da unten hast du einen Zigarettenanzünder, also 12-Volt-Anschluss. Und dann hast du hier auch noch mal eine richtige Steckdose. Das finde ich super. Was ich dann wiederum nicht ganz so super finde, ist hier, Achtung, deine Mittelarmlehne ist automatisch die Öffnung nach hinten, also die teilbare Rückbank. Und dann kommt das ganze Ding hier rausgefahren und dann bist du auch direkt mit dem offenen Kofferraum. Dafür hast du dann zwei Cupholder, aber das finde ich alles sehr, sehr eng. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man hier diese Mittelkonsole quasi aus dem Sitz rausgenommen hätte. Denn wäre sie schwebend, hätte ich mehr Platz gehabt. Und dann ist auch ungünstig, dass hier, guck mal, musst du es öffnen. Das heißt, wenn ich da sitzen würde, würde ich da kaum rankommen. So, dann gucken wir uns gemeinsam hier den Innenraum vom neuen Jeep Compass an. Guck mal hier, gehst du einmal durch hier mit mir und dann siehst du wieder genau das, was ich auch gerade sehe. Ich finde, das sieht alles okay aus. Ne? Ich hätte ein bisschen, hat nur hier die Metalleinlagen, die hätte ich mir gespart. Ansonsten finde ich den Innenraum sehr gelungen. Die Materialien hier auch, guck mal, weich. Ne? Und dann hier mit Leder gearbeitet und hier unten, selbst da hört man ja, ist es nicht wirklich hart. Das finde ich alles wirklich okay. Und ich finde auch gut, dass sie hier in den Türeinlagen nicht irgendwie großartig rumzernobert haben, sondern das einfach relativ simpel gehalten haben. Hier bei den Sitzen, da haben sie nochmal das Jeep-Logo eingebracht. Und grundsätzlich sind hier kleine Dinge versteckt, die ich wirklich Jeep-mäßig niedlich finde. Guck mal hier, wenn du schließt, dann siehst du hier so ein kleines Schloss. Das haben sie eingebaut. Ist auch so ein bisschen die Jeep-Typo. Und auch hier vorne, guck mal, da haben sie so einen alten Willi-Jeep reingemacht. In
ins Fenster. Ne? Kannst du das sehen? Kannst du das sehen? Ich glaube, man kann es sehen. Finde ich also ganz, ganz gut. Und so gefällt mir auch gesamtheitlich der Innenraum. Bei den Ablagefächern haben sie auch ein bisschen was gemacht. Die Mittelkonsole hier ist komplett neu. Da siehst du mal, haben sie ja hier auch mit Ziernähten gearbeitet. Und wenn du dann hier, kannst du auch wieder nach vorne, nach hinten verschieben, aufmachst, dann hast du hier ein okayes Fach. Und endlich siehst du da unten, haben sie eine gummierte Matte, die du rausnehmen kannst und auch vernünftig säubern kannst. Hier sind deine Cupholder dann, da auch mit so kleinen Spangen. Auch Gummi ist das halt. Und somit kannst du es schön festhalten, deine Getränke. Und du kannst das ganze Ding da auch rausnehmen, um sauber zu machen. Hier vorne geht es dann weiter. Hier haben wir jetzt einen Induktivladeherd, wo du dein Handy aufladen kannst. Dann hast du hier auch USB-C und auch Normal-USB, um dich zu verbinden, wobei du das bei Connect 5 oder Uconnect 5 gar nicht mehr brauchst, geht alles kabellos. Dann kommen wir hier zum Lenkrad. Guck mal hier, da siehst du was, Multifunktionslenkrad. Das ist auch komplett neu. Neues Design, neue Funktion, alles, aber letztendlich so, wie man es kennt. Ich schmeiß die Höhle auch nochmal an, damit ihr Folgendes sehen könnt, nämlich das, was hier im Kombi-Instrument passiert. So, guck mal hier, ich muss hier mal mit der Hand ein bisschen wegblocken, dass ihr besser sehen könnt, die Sonne. Also, Folgendes. Wir haben normalerweise hier 7 Zoll Serie, das Display. Hier haben wir jetzt voll digital 10,25 Zoll. Das ist nicht mehr Serie, ist optional. Das funktioniert super, das Ding. Ich habe hier alle möglichen Dinge, das einzustellen, mir auch natürlich andere Grafiken reinzuarbeiten. Finde ich, funktioniert, ist sehr gut lesbar. Das Gleiche gilt für das Hammerding hier. Ne? Das ist, wie gesagt, das Multimedia-Zentral-Display vom Uconnect 5 ist hier jetzt drin, lässt sich alles wunderbar bedienen, schnelle Reaktion, all das, was du haben willst. Hier oben ist unser Video von Fiat Tipo Facelift, da ist auch das gleiche System eingebracht, funktioniert hervorragend, hier sogar noch ein Ticken besser als beim Fiat Tipo, weil das Display halt zwar auch 10,25 Zoll groß ist, aber dann halt eben noch mal etwas höher steht und dann ein größerer Bildschirm einfach da ist und nicht so ein langgezogener. Also sehr, sehr gut. Auch die Bedienbarkeit funktioniert eben hier hervorragend, weil du auch noch für andere Dinge hier deine Knöpfe hast. Hier unten auch die Klimaeinheit ist wunderbar zu bedienen. Da hast du halt irgendwie deine ganzen Knöpfe, Drehknöpfe, Lautstärke hast du hier oben auch nochmal. Das funktioniert und die sind hier an der Seite auch nochmal schön gummiert. Da fässt sich das gut an und lässt sich das alles gut handhaben. Und dann hast du hier in deiner Mittelkonsole eben auch nochmal Bedienelemente, hier zum Beispiel für deine Fahrmodi und dann hier auch nochmal ein bisschen was Allrad. Ne? Also das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, was quasi dieses Ding abspielt und was aus diesen Boxen da unten rauskommt. Wir haben hier verbastelt eine Alpine Premium Soundanlage mit 506 Watt. Was sie kostet, kann ich euch nicht sagen, denn Jeep hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Preislisten für diese ganzen Extras. Deswegen auch eingehend der noch nicht voll ausgestattete Testwagenpreis. Aber wir können uns natürlich anhören, was aus dieser Anlage rausfällt. Und dazu habe ich natürlich hier ein Lied vorbereitet. Ich spiele es mal ab. Ganz schön ein bisschen was, ne? Also, die macht schon einen soliden Job. Wenn ich wüsste, was sie kostet, dann könnte ich auch ins Verhältnis stellen, ob es es wert ist. Aber ich finde vollkommen okay. Ganz, ganz fies, wenn du hier hochgehst. Funktioniert alles. Also es ist so, dass halt die Bässe sind schön satt. Hinten, Paul, im Rücken kriegt er schön was reingebrummt. Die Höhen kratzen nicht. Also wenn du das falsche Lied aussuchst und dann ganz, ganz hoch gehst, dann kannst du ein ganz kleines bisschen mal kratzen. Mitten funktionieren gut, alles sauber. Und wir hören noch mal rein hier. Wer es erkannt, wir haben das natürlich abgespielt. I'm Still Standing von Elton John. Wir wollen aber nicht rumstehen. Wir wollen jetzt mal losfahren und mal gucken, was die Mühle kann. Wir sind unterwegs im Jeep Compass 4xE. Bedeutet, wir haben hier den Hybriden drin und das bedeutet auch, wir haben einen besonderen Antriebsstrang, der dann aus zwei Motoren besteht. Einmal, also pass auf, nennt sich 1,3 T4 PHEV das ganze Ding. Bedeutet, wir haben einmal einen Verbrenner, den 1,3 Liter Turbobenziner, der leistet 180 PS und hat ein maximales Drehmoment von 270 Newtonmeter. Und dann kommt der E-Motor dazu, der hat nochmal für sich 60 PS und 250 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das ergibt dann eine Systemleistung von einmal 240 PS und 520 Newtonmeter maximales Drehmoment in der Systemleistung und du bekommst noch einen Peak. Für einen kurzen Moment, wenn alles aufgeladen ist und reintrittst, dann kannst du bis zu 308 PS abrufen. Ist richtig geil. Das bedeutet auch, du gehst hier in 7,9 Sekunden auf 100 und du hast eine Maximalgeschwindigkeit von 183 km/h. Das bedeutet dann im Verbrauch
7,3 Liter, so ist es. 7,3 Liter in der Spitze, sagt Fiat bzw. sagt Jeep. Und es bedeutet auch, dass du 16,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen würdest, wenn du es so weit schaffst. Denn die rein elektrische Reichweite, die liegt bei um und bei rund 45 Kilometer. Alles natürlich, wir sind hier bei einer Fahrpräsentation, angegebene Daten des Herstellers. So, und das sollst du zu deinem Antriebsplan hören. Wenn du hier so reintrittst, dann macht das richtig Laune. Denn gerade wenn alles voll aufgeladen ist, das Auto voll da ist, dann kommt dieser Antriebsstrang wirklich gut klar mit dem hohen Gewicht des Jeep Compass, wohlgemerkt als 4xE. Denn als Hybrid hat er schon ein stattliches Gewicht, 1935 Kilo. Wenn du einen anderen Antrieb wählst, dann geht es auch günstiger, dann geht es auch leichter. Aber das funktioniert hier dem Auto wirklich wunderbar. Und die 6-Gang-Wandlerautomatik, die macht einen richtig guten Job. Die ist immer da, wenn du sie brauchst, und funktioniert wunderbar. Die elektrische Zahnstangenlenkung, die funktioniert auch gut, die ist schön direkt, guck mal hier, ist aber auch, wenn du komfortabel fährst, noch wirklich in den Mitten hier, guck mal, auch komfortabel, das funktioniert für mich wirklich wunderbar. Was du auch schon mit drin hast, und zwar in Serie, sind die adaptiven Dämpfer. Du hast hier nochmal unterschiedliche Fahrmodi, Sport, Auto, Snow und dann nochmal Sand und Matt. Also ein bisschen wollen sie die Jeep-Geschichten hier nicht komplett rausarbeiten aus dem Auto, auch wenn du in dem Compass nicht immer Allrad bekommst. Das gibt es nämlich wirklich nur im Hybriden. Wenn du in den Fahrmodi dann spielst und dann hier mal ein bisschen durch die Gegend gehst, dann merkst du auch eine schöne Spreizung. Wenn du hier in Sport gehst, dann merkst du, dass die Lenkung hier nochmal ein bisschen schärfer wird und auch das Fahrwerk straffer. Das funktioniert schon ganz gut. Für meinen Geschmack hätte die Spreizung sogar noch ein bisschen größer sein dürfen, aber alles vollkommen okay, macht einen guten Job das Ding. Auch die Assistenten haben sie nicht gespart. Du hast halt so gut wie alles drin, was im FCA-Regal rumliegt. Du hast einen Spurassistenten, Frontkollisionswarner, alles das. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Habe ich schon ein bisschen ausprobiert hier auf der Landstraße. Funktioniert wunderbar. Und die haben noch ein weiteres Feature, was es bisher im Compass nicht gab. Dafür halte ich mal kurz an. So, hier ans Rapsfeld rangeschossen, um euch das hier zu zeigen. Guck mal hier, Rückwärtsgang rein und dann siehst du, wir haben hier 360 Grad Kamera im Auto. Wirklich eine tolle Grafik, hier kannst du ein bisschen rumspielen. Ist jetzt nichts wirklich Weltbewegendes, hat es noch nie gegeben, aber Jeep hat nachgerüstet, haben sie endlich auch in ihren Fahrzeugen und funktioniert, wie ich finde, guck mal hier mit dem Spielen, sehr, sehr gut. Mein Gesamteindruck von dem Fahrzeug ist vollkommen solide. Also es ist jetzt nichts, wo du komplett irgendwie aus dem Häuschen bist, aber alles solide, funktioniert gut. Mir gefällt das Fahrzeug, gerade weil ich auch ein bisschen dieses amerikanische Komfortgefühl habe. Das funktioniert nämlich auch. Du fährst sehr komfortabel in dem Auto, federt alles schön weg und hast gute Sitze, wo du bequem drin sitzt. Mein Gesamteindruck zu dem Fahrzeug also wirklich gut. Was mir nicht so gut gefallen hat, das zeige ich euch jetzt. Und ich möchte noch bitte entschuldigen, dass ich so durchgehastet bin mit meinem Fahreindruck, weil wir nämlich gar nicht so viel Zeit haben. Aber ihr sagt ja auch immer, wird kürzer. Also nicht beschweren. Was ich mich beschwert habe, aber jetzt nochmal die Überleitung, Tops und Flops kommen. Für mich ein Top sind hier die Schlitzaugen, ne? Denn warum sage ich das? Sie sind eigentlich genauso lang wie vorher, sie sind aber schmaler geworden, die sind ein bisschen zusammengedrückt worden. Das finde ich funktioniert optisch sehr, sehr gut, das verleiht dem Auto so ein bisschen Zornigkeit und ein bisschen Dynamik, haben sie gut hingekriegt. Für mich nicht ganz so gut gelungen, beziehungsweise was ich schade finde, ist, sie haben an der Front sauber gearbeitet, alles überarbeitet, der Innenraum ist der Hammer und dann haben sie an der Seite und am Heck irgendwie gar nichts angefasst, das finde ich ein bisschen schade. Jedes kleine Kind sagt zu egal was für ein Offroad-Auto, egal von welchem Hersteller, immer, guck mal, da ist ein Jeep und deswegen finde ich das hier ein bisschen schade. Ne? 4xE. Es gibt beim Compass den Allradantrieb nur noch in Kombination mit dem Hybriden. Finde ich schade bei einer Marke wie Jeep. Was ich auch so ein bisschen schade finde, ist, guck mal hier, diese beiden Blindknöpfe, die hätten wir doch nutzen können für die Sitzheizung links und rechts. Zack, zack, zack an, zack, zack, zack aus. Genauso will ich das haben, auch mit den Stufen. Hier musst du oben in das Multimedia-System, um das zu bedienen, das ist ein bisschen fingrig, gerade mit dem Touch und bei der Fahrt, hätte ich mir anders gewünscht. Für mich der absolute Hammer in diesem Auto ist Uconnect 5 oder 5. Das Ding funktioniert richtig geil, Bedienbarkeit, alles. Und guck dir mal diese glasklare Grafik an. Das Ding ist der Hammer. Für mich ein funktionaler Top sind diese kleinen Knöpfe hier links und rechts am Multifunktionslenker hinten angebracht. Guck mal, so gehst du dabei. Damit kannst du Lautstärke, Play, Pause, alles bedienen in deinem Multifunktionsgerät. Und ich finde das ein Top, der mal erwähnt werden muss. Ich weiß, Tipo hat das auch und auch andere Fahrzeuge von Fiat. Aber eigentlich musst du doch mal sagen, hat das Ding hier einen eigenen Top verdient, ne?
Hat die Überarbeitung vom Kompass funktioniert? Das haben wir eingehend gefragt. Ich finde ja. Sie haben ihn leicht angefasst optisch, gefällt mir. Innen ist richtig viel passiert, sehr, sehr hochwertig. Das Auto fährt sich vernünftig. Kannst du eigentlich nicht sagen, Daumen hoch, funktioniert. Ist das Auto sein Geld wert? Immerhin reden wir über 47.600 Euro für die Basis dieses Fahrzeugs hier. Wenn du aber sagst, du streichst mal eben den Hybrid weg, du streichst noch ein paar andere Sachen weg und gehst in die komplette Basis, dann startet er bei 28.000 Euro. Ja, das ist kein Schnapper, aber ich finde, gerechtet für das Auto, gerade wenn du wie die Alternativen reinkommst und die Konkurrenz, die starten auch ungefähr hier in diesem Preissegment. Und das Auto, finde ich, funktioniert gut. Wenn du mir nicht glaubst, dann gehst du wohin? Genau zu Carwow, da konfigurierst du das Auto mal weg, kriegst die nackten Preise und auch die Konkurrenzpreise. Und dann siehst du mal, so schlecht ist das Ding hier gar nicht. Ich sage jetzt schon mal wieder auf Wiedersehen. Und ihr könnt euch jetzt schicke Bilder angucken, die der Paul gedreht hat. Und wir haben einen schönen Ausstieg. Ihr könnt noch mal ausatmen und einatmen und ein bisschen von meinem Gesabbel Abstand nehmen oder euch einfach erholen davon. Tschüss.